Kevin! Hi, grüß dich. Hi. Hallo Kevin. Hallo. Grüß dich. Servus. Hi. Kevin, langjähriger Kunde, nicht nur er, seine Familie, seine Eltern, also die kaufen schon seit Jahrzehnten bei mir, solange es mich gibt. Und hier wirklich, wie aus dem Ei gepellt, der gute alte Focus RS. Jetzt schon ein Klassiker. Also ja. Mega. Und wir haben uns zuletzt am Wochenende darüber unterhalten, wo man samstags kurz bei mir war und die Preise steigen. Also ein absolutes Liebhaberstück. Das sollte man nicht mehr hergeben. Ne? Und was hier realisiert worden ist, ist wirklich phänomenal. Ne? Wir haben ja hier bei der, eine 19-Zoll-fähige Ford Focus RS oder ein Ford Focus in dem Baujahr, eine 19-Zoll-fähige Pillepalle, haben 1000 Leute. Nee, das ist eine 9,5 mal 19 an der Hinterachse. Könnte ja auch noch okay sein. Hat der Barracuda sogar ein Gutachten mit einer 8,5 an der Vorderachse. Na, aber ihm hat es nicht gereicht. Er wollte 9,5 vorne, 9,5 hinten. Also ist schon extrem brutal. Ne? Dann haben wir noch ein ST-Gewindefahrwerk drin und viele, viele dezente Veredelungen. Auspuffanlage dürfen wir auch nicht vergessen. Die macht auch richtig Musik aus dem Hause Friedrich Motorsport. Recaro-Sitze sind serienmäßig drin. Yep. Nachher machen wir auch noch kurz einen Soundcheck mit dem Fahrzeug. So, jetzt kannst du vielleicht noch ein bisschen erzählen, wenn du magst, von den Kleinigkeiten, was du noch veredelt hast. Also ich habe den Innenraum, der wurde komplett beledert. Die Sitze waren in grün eigentlich serienmäßig drin, habe sie aber beledert, weil es mir nicht gefallen hat, die Farbe. Ein paar kleine Details halt, andere Rückleuchten noch. Motorraum ist lackiert, verchromt worden. Ja, und die Felgen wollte ich halt mal in einer anderen Farbe haben. Das ist Nardo-Grau von Audi, wurden sie extra lackiert, bevor sie auf das Auto drauf gekommen sind. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu dem Auto zu erzählen. Ja, ist wirklich, wie gesagt, einzigartig. Ich finde auch jetzt mal eine andere Farbe hier, auch ein bisschen Farbe mit ins Spiel gebracht, das, was ja die Kollegen von SAD machen können. Ja, da schon wieder eine neue Idee. Die Farbe ist jetzt auch nicht mehr so sein größter Wunsch. Er hat schon wieder verrückte Ideen, aber vielleicht sehen wir demnächst mehr mit der neuen Idee, was er da jetzt noch verändern möchte. Rad soll bleiben, nur komplett eine andere Optik von der Lackierung. Yep. Aber wie gesagt, sensationell und auch treuer Kunde, jahrelanger Kunde. Also gibt es auch auf unserem YouTube-Kanal ein schönes Video, was von Cinematic gemacht wurde. Solltet ihr unbedingt auch mal reinschauen, lohnt sich, geiles Video. Ja, also Liebhaberstück, sensationell. Jetzt machen wir noch einen Soundcheck, Kevin. Yep. Ja. Und dann nächster Step. Dankeschön. Sehr gut. Danke, dass du da warst, Kevin. Gerne. Was fährst du sonst außer dem Auto noch? Weil den fährt man ja nicht als Daily, oder? Ich fahre noch Familienauto, ein Astra K, ein Kombi und ein Adam fahre ich auch noch. Okay. Als Alltagsauto, ja. Okay. Ja, dann ist das schön. Der steht nur in der Garage rum. Ja, aber das... Also viel fahre ich nicht mit ihm. Ja, glaube ich, würde ich auch nicht machen. Nee. Aber wenn man mal fährt, dann hat man auch Freude, weil es ist ja... Ja, selbstverständlich. Geil. Mega Farbe. Also, pass schön auf aufs Auto und auf dich. Mach ich. Okay, danke dir. Ciao.